Bruno Grönings Aufenthalt in Rosenheim sprach sich herum. Und innerhalb weniger Tage strömten tausende hilfesuchender Menschen auf den Traberhof. All die, die irgendwo in abgedunkelten Zimmern dahin vegetierten, brachte man hier auf die Pferdekoppeln, ans Licht der Öffentlichkeit. Man schlief in Zelten und Bussen und wartete auf Bruno Gröning, der noch einmal in Norddeutschland zur Hilfe gerufen worden war. Dann begann, während er noch auf dem Weg war, das Große bereits zu geschehen. Manche berichteten von einem intensiven Wärmegefühl und verstärkten Schmerzen, von einem Kribbeln in gelähmten Körperteilen und dann erste Heilungen. Die Zahl der Wartenden stieg auf 30.000 Menschen. Bruno Gröning kam und ging nach Ankunft auf den Balkon, fühlte sich erst schweigend in das Schicksal seiner Mitmenschen hinein und sagte dann: Der Mensch ging vor Jahrhunderten den Weg ab von der Natur, von dem Glauben an unseren Herrgott. Jeder glaubte, sich allein behaupten zu können. Jetzt sind wir auf dieser Erde. Jetzt richten wir uns ein, wie wir das wollen, und wir werden uns schon zu helfen wissen, glaubte jeder. Aber ich gebe Ihnen zu wissen, dass niemandem geholfen werden kann ohne unseren Herrgott. Und wer glaubt, sich der Natur, die der Herrgott so schön für uns geschaffen hat, entziehen zu können, der soll gehen, wohin er will. Man hat geglaubt, einer könnte sich vom anderen unterscheiden, indem er der Natur den Rücken zukehrt und die Stufen der Kultur besteigt. Da liegt der Fehler, da liegt alles. Das ist es, was dem Menschen fehlt. Die Natur. Zurück zur Natur. Zurück zu unserem Herrgott. Zurück zum Glauben an das Gute im Menschen. Sie sollen Menschen zu Menschen sein. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Nicht gehässig sein. Nicht falsch. Niemandem etwas Schlechtes antun. Sie sollen alle gut sein. Gut untereinander. Sie sollen wissen, dass sie zusammengehören. Ob arm oder reich. Nie neidisch sein. Das Beste und Größte, was Reichtum ist, ist ja nicht das Geld, wie sie dachten. Reichtum ist Gesundheit. Gesundheit ist alles, mehr als Geld. Also, jetzt öffnen Sie Ihr Herz und schütten Sie wirklich alles aus. Fort mit all den Sorgen und Nöten. Sie werden damit nicht fertig. Ich trage sie für Sie. Mein Rücken ist breit. Aber auch in Bayern bekam Bruno Gröning Heilverbot, so dass er sich für eine Zeit in die Berge zurückzog. Bruno Grönings Hals, der auf manchen Bildern sehr groß wirkt, war ebenfalls Thema in den damaligen Artikeln der Presse. Hierzu sagte er selbst: Ich habe keinen Kropf, sondern eine Drüse. Und wenn ich zu vielen Menschen sprechen kann, dann ist sie sehr groß. Und ich fühle mich sehr wohl. Wenn ich vor weniger Menschen spreche, dann ist sie kleiner und dann fühle ich mich noch wohl. Wenn ich nur vor ganz wenig Menschen sprechen darf, dann wird sie sehr eng. Und dann fühle ich mich überhaupt nicht mehr wohl. Und wenn man mir das Wirken verbieten wird, dann verbrenne ich innerlich. Damals wusste noch niemand, dass die ganze Kraft, die auf den Plätzen tausende Menschen heilte, durch Bruno Grönings Körper floss. Auch was er erlebte, wenn er sagte: Geben Sie mir die Belastung, liegt jenseits unseres Vorstellungsvermögens. Nachdem Bruno Gröning das Heilen gesetzlich untersagt wurde, hatten sich Ortsgemeinschaften von Geheilten und neuen Hilfesuchenden gebildet, die sich in einem Verein zusammenschlossen,
Sie luden Bruno Gröning als Sprecher ein, um einen rechtlichen Weg zu finden, ihn treffen zu dürfen. So reiste er nun seine Freunde ab und half auf diese Weise im kleinen Rahmen, in geschlossenen Veranstaltungen weiter. Seine Vorträge nannte er Gemeinschaftsstunden. Hier eröffnete er den Freunden, zwischen welchen Kräften und Gesetzmäßigkeiten der Mensch in Wirklichkeit lebt und wie er sich zu verhalten hat, um den Lebenskampf erfolgreich bestehen zu können. Oft antwortete er auf Gedanken, die jemand gerade hatte. Seine Belehrungen waren deutlich, da gab es kein Hin und Her. Denken Sie jetzt nicht ans Kartoffelschälen und was Sie heute Abend kochen werden, sondern konzentrieren Sie sich jetzt auf Ihren Körper und was Sie spüren. Eines Tages begegnete Bruno Gröning Josette Defusé und bald darauf wurde sie seine Frau, mit der er dann in Blochingen die Doppelhaushälfte im Dornendreher 117 bezog, wohin trotz des Heilverbots ständig Hilfesuchende angereist kamen oder anriefen. Dann wurde der große Prozess gegen ihn aufgerollt. Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz. Fahrlässige Tötung durch Verbot des Arztbesuches, lautete die Anklage. Man wollte ihn endgültig beseitigen. Seine Gegner hatten sich zusammengeschlossen und bekämpften ihn mit Verleumdungen und falschen Zeugenaussagen. Damit begann für Bruno Gröning das schwerste Kapitel in seinem Leben. Bruno Gröning auf der Anklagebank. Zu diesem Prozess, der sich über viele Jahre erstreckte, gäbe es viel zu sagen. An dieser Stelle nur so viel. Bruno Gröning bedauerte es, dass er seinen Anwälten alles fertig auf den Tisch legen musste, da sie das Ausmaß dieses Kampfes gar nicht begriffen hatten. Hier ging es nicht um weltliche Gesetze, sondern um die Beseitigung eines Menschen, der in seinen Vorträgen zur großen Umkehr aufgerufen hatte, der den Menschen verdeutlichte, was hier auf dieser Erde eigentlich gespielt wird und wie der Ausweg für alle Menschen aussehen könnte, wenn sie zur Erkenntnis der göttlichen Gesetze gelangen würden. Ehemalige Geschäftemacher, die Bruno Gröning selbst wegen Unterschlagung von Spendengeldern angezeigt hatte, traten plötzlich als Ankläger auf. Die unglaubwürdigsten von ihnen wurden noch nicht einmal vereidigt. Die Entlastungszeugen, die Bruno Gröning gerne einbezogen hätte, wurden hingegen erst gar nicht zugelassen. Mancher Freund Bruno Grönings, der im Gerichtssaal den Verhandlungen beiwohnte, wäre wahrscheinlich gerne dazwischen gefahren, als Bruno Gröning sich wehrlos den beschämenden Wortgefechten und sinnverdrehenden Auslegungen von Richter und Staatsanwalt aussetzte. Doch er behielt die Ruhe. Sicher erinnerte er sich manchmal daran, wer ihn im Wald damals auf diesen Weg geschickt hatte. Dieser Prozess und das Heil- und Sprechverbot zog sich dann bis an sein Lebensende. Er besprach noch einige Tonbänder und zeichnete die Gemeinschaftsstunden auf, bis er dann unerwartet im Alter von 52 Jahren am 26.01.1959 verstarb. Über diesen Tag sagte er einmal: Die schönste Stunde in meinem Leben wird sein, wenn ich werde heimgehen dürfen zu meinem Vater in die Herrlichkeit Gottes.